Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werde ich ein Unboxing und ein Review gleichzeitig machen. Zuerst mal das Unboxing. Zuerst machen wir diesen Karton auf. Was sehen wir drin? Eine Menge Plastik, also Dämmmaterial, damit nichts kaputt geht. Und einen zweiten Karton, so wie sich das gehört. Karton in Karton. Den Karton könnt ihr danach wegschmeißen. In diesem Karton seht ihr dann aber auch ein bisschen Brennmaterial und einen Koffer. Zunächst machen wir diesen Koffer einmal auf. Wenn ihr diesen Koffer aufgemacht habt, seht ihr Brennmaterial, dann eine Spinne, Ersatzgummis für die Spinne und das Mikrofon. Und jetzt gibt es noch einige Tests zu diesem Mikrofon. Jetzt mache ich noch ein paar Tests. Ich lese euch jetzt meine Begrüßung vor und das in den verschiedenen Modis hier. Also einmal die Ultraniere, dann die Kugel und die 8. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das war jetzt die Ultraniere. Schalten wir um. Das ist jetzt die 8. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schalten wir um auf die Kugel. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und jetzt mache ich mal den Nahbesprechungseffekt an und aus. Jetzt ist er zum Beispiel gerade an. Meine Stimme ist also ein bisschen basslastiger. Jetzt mache ich diesen Nahbesprechungseffekt aus. So, jetzt ist meine Stimme gar nicht mehr basslastig, also weniger basslastig. Das ist dieser schöne Nahbesprechungseffekt, aber ich mag ihn lieber an. So, jetzt kann es weitergehen. Also, nochmal zur Kugel. Ich nehme jetzt mal meine Finger und schnips um das Mikrofon rum, damit ihr wisst, was eine Kugel oder eine Ultraniere oder eine 8 ist. Bei einer Kugel nimmt das Mikrofon überall auf. Bei der Ultraniere nimmt das Mikrofon nur, also den meisten Teil nur von vorne auf. Und bei der 8 nimmt es einfach nur von beiden Seiten auf. Also, hier vorne. An den Seiten nicht. Und hier hinten wieder. Oben auch nicht. Und unten auch nicht. An den Seiten, wie gesagt, wenig. Aber vorne und hinten. Das war's doch schon wieder mit meinen Tests. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert doch meinen Kanal. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis bald. Ciao.